Und wieder mal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von www.delphi-tutorials.tk. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du mit den Ribbon Controls arbeitest. Ja, was ist denn das überhaupt? Das sind Komponenten von Microsoft, glaube ich. Ja, bin mir sicher. Die dann ab Delphi CM 2009 hinzugefügt wurden. Ja, aber was für Komponenten? Und zwar, ihr kennt doch bestimmt alle die neuen Office. Und das sind eben halt die Menükomponenten. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar stellen wir uns eine neue VCL-Formula-Anwendung. Und können jetzt bei Position können, müssen nicht. Ne? Position PO Desktop Center, das heißt, die startet immer in Mitte des Displays. Dann ändern wir T-Ribbon. Dann noch ein Action Manager bei zusätzliche und von Win32 eine Image List. So, jetzt gehen wir beim Action Manager auf Images und dann auf Image List 1. Das müssen wir so bevor als erstes machen, sag ich einfach mal, bevor wir Actions adden, aber dazu gleich mehr. Dann gehen wir bei Ribbon Action Manager, Action Manager 1. Dann holen wir uns noch ein Rich Edit von Win32. Dann nehmen wir mal die Lines raus. Und dann Argon AL Client. So. Jetzt geht's erst los. Wir gehen bei Ribbon 1, bei Captions. Schreiben wir da mal rein Text Editor. Dann können wir einfach neue Registerkarten hinzufügen. Oder zum Beispiel ein Anwendungsmenü oder einen Schnellzugriff. So, nehmen wir mal hier Ribbon Page 1. Bei Captions tragen wir da mal rein Datei und dann adden wir eine Gruppe hinzu. Bei Gruppe können wir auch bei Captions sagen wir mal Text Dokument. Bei Ribbon Page 2 können wir ganz einfach bearbeiten zum Beispiel schreiben und dann ein paar mehr Gruppen. So, in die erste sagen wir mal Schrift. Da können wir jetzt einfach von Ribbon-Steuerelemente eine T-Ribbon-Combo-Box reinziehen und dann noch bei T-Actions-Clients 0, also wenn wir den Text anklicken, schreiben wir da mal hin Schriftart, Doppelpunkt, und dann eben halt bei der Combo Box 1, der Ribbon Combo Box 1, bei Items adden wir dann mal ein paar Schriften, zum Beispiel Arial Black, was gibt's noch, Comic, oh man, was schreibe ich so komisch, Comic, wie heißt denn das, ja, Comic Sans, MS. So. Dann gehen wir mal auf die Ribbon Group 3 und ändern die um in bearbeiten. So. Die nächste ausrichten. Und die fünfte vielleicht. Puh, was können wir denn noch machen? Format. Sowas. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf Datei, auf Textdokument und dann auf Action Manager 1 Doppelklick oder Rechtsklick anpassen. Dann gehen wir auf Neue Aktion, auf den Pfeil und Neue Standardaktion. Da kopieren wir uns erstmal ziemlich viele Sachen raus, die wir brauchen, also bearbeiten bräuchten wir auf jeden Fall, Format bräuchten wir auf jeden Fall. Und irgendwas mit Datei, vielleicht gibt es jetzt sowas Schönes. Ja, Datei. T-File Open. Das. Okay. Ja, okay, wo wir Seite einrichten nicht brauchen, auswählen nicht brauchen. Und Browse for Folder eigentlich auch nicht. So. Dann nehmen wir doch mal Datei. Und wollen die jetzt alle, also den bis den, wollen wir jetzt ein Textdokument drin haben. Dann ziehen wir das einfach
da rein. Nun ja, beenden wollen wir nicht drin haben. Hallo? So. Und ziehen das einfach da rein. Das war's schon. Oh Mann, obwohl öffnen mit wäre auch ziemlich dumm. So. Jetzt wollen wir in bearbeiten. Bei bearbeiten wollen wir das hier alles schön drin haben. Ziehen wir uns das einfach da rein. Dann wollen wir Format auf jeden Fall das ausrichten. Ey, was ist denn das hier? Das und ziehen das einfach bei Ausrichten rein. Und dann den anderen ganzen Rest bei Format. So. Können wir uns das noch ein bisschen größer machen? Okay. Jetzt gibt es verschiedene Arten von diesen schönen Action-Button. Und zwar können wir jetzt zum Beispiel bei Comments die CS-Button auf CS-Radio-Button wählen, weil das ja bei. Da könnte man ja nur eins anklicken. Wenn man in der Mitte schreiben oder wo auch immer. Ich möchte nur eben noch einmal hier was bei Font ändern vom Rich Edit. So. Auch immer ein bisschen größer. So. Wir können auch einfach. Ja. Jetzt wollen wir noch was in dieses Menü haben. Gehen wir wieder auf Action Manager. Auf Datei und ziehen und ja, öffnen eigentlich mit. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ziehen und die Sachen einfach mal ins Menü. Menü. Hallo? Oh. Einfach mal, ach so, ins Menü. Können wir das nochmal schön ausrichten? So. So, und entweder wir ziehen die einzeln drauf, zum Beispiel öffnen, speichern unter Druckeinstellung und so weiter. Oder wir ziehen ganze Objekte, wie zum Beispiel bearbeiten. Ziehen wir einfach mal da rein. Weil dann haben wir das so als Unterdateien. Ja, Unterfunktion oder Unteraktion oder sowas ähnliches. So. Ja, dieses, also ich finde, das sieht schon mal sehr gut aus. Nee, erstmal einmal testen. Also wir mussten. Wir mussten hier gar nichts programmieren. Wir können jetzt einfach mal auf Öffnen und die Funktionen sind alle schon programmiert, sag ich mal. Da mussten wir gar nichts machen. Oder bearbeiten zum Beispiel. Schriftart, das müssen wir jetzt selber machen. Weil. Das haben wir ja manuell geedit, nicht über so eine Aktion. Können wir jetzt zum Beispiel zentrieren, also in der Mitte fett, unterstrichen, hallo, Leute, dann nach links, da zum Beispiel schreiben, ja, kopiere diesen Satz und füge, ja, einfach kopiere diesen Satz. Zum Beispiel können wir jetzt einfach markieren, kopieren. Oder rückgängig, rückgängig, rückgängig. Und dann können wir. Ja, was kann das Programm? Fragezeichen. Es kann Doppelpunkt, Aufzählung. Gar nichts. XD. Das können wir dann nochmal durchstreichen. Alles Mögliche. Ja, dann können wir hier die Schnellzugriffe nochmal verwenden. Da können wir dann alle Befehle, die wir in der Action List haben, ausführen. Oder unter dieses schöne Menü hängen. Finde ich, sieht aber nicht so dolle aus. Nochmal da drüber und dann sogar die Multifunktionsleiste minimieren, dass man die über Klick geöffnet kann. So, bearbeiten könnten wir auch hier drin machen. Sprich, bearbeiten, kopieren. Bearbeiten, einfügen.
So, wir könnten jetzt auch noch mal den ganzen Style ändern. Da gehen wir auf den Action Manager und dann Style. Wim Luna, da gibt es alles Mögliche. Plattform, Wim. XP Style. Hä? Wim. Ja, so. Wim Obsidian, das wäre jetzt der schwarze Look. Wenn man das mal auswählen würde. Sieht auch sehr nice aus. Oh, und Format ist ja noch schöner hier. Ach so. Ah, also wenn das jetzt mal hier eng wird, dann ändert sich das schön dynamisch. Sprich, Format könnte man so alles ändern. Wenn man jetzt genügend Platz hat, sieht man das alles voll zum Ausführen. Wenn man jetzt nicht so viel Platz hat, dann ändern sich eben halt diese Ribbon Groups. So, was gibt's hier noch Schönes? Ribbon Silver gibt's auch. Ja. So. Standard nicht. Ja, Standard nur noch. So, hier gibt's noch wirklich. Man kann da noch wirklich viel mitmachen. Ich wollte euch einen kleinen Einblick geben. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Ja, nur eine Sache noch, wenn ihr das verwenden wollt, jetzt kommerziell, da solltet ihr nochmal in die Lizenzen reingucken. Ich glaube, Microsoft hatte da irgendwas Wichtiges reingeschrieben. Irgendwie muss das Produkt angemeldet werden oder sonst was. Weiß ich aber nicht genau. Man sollte da trotzdem nochmal reingucken. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ins Forum oder schreibt mir direkt, wie ihr wollt. Ins Forum wäre natürlich besser. Und ich da bedanke mich mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.